Hi Leute! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Ja, so, diesmal haben wir es. Ist ja nicht so, als wenn das gewollt ist. Du kennst den Weg? Ich habe ihn noch im Kopf, ja. Ja, nachdem ich ja im letzten Part, Entschuldigung, weggeknuspert wurde. Ja, runtergeschuckt von so einem Schwein. Schweinebärenmann. Ja, wobei ich ja da eigentlich eh schon vorher fast mich verabschiedet hätte, weil ich da verkackt habe beim Springen, habe ich gezielt. Macht man halt nicht. Achso. Ja, der ist noch voll. Achso, ja, hier war ja noch was Lilanes. Das muss wegknuspern. Alter. Ja. Da hat sie sich erstmal fangen müssen. Der ist bestimmt warm. In der Hölle, wollte ich gerade sagen. In dem Vulkan. Ja, aber bei mir hat das... Ja, bei dir hat es noch geklappt. Bei mir gestern jetzt gepasst. Wieso, kannst du nicht springen? Nee. Ah. Jetzt kann ich erst springen. So. Und dann da... Hättest du ja auch leider hochspringen können. Jetzt musst du wieder warten. So, dann... Warten. Genau, dann muss ich auf das da drauf springen und dann... Darüber und dann... Da bist du ja letztes Mal abgestürzt und hattest... Nein, da bin ich noch nicht abgestürzt. Hallo? Das ist noch gar nicht so lange. Doch, du bist hier runtergefallen. Nein, mich hat das Tier runtergeschuckt. Nee, ich meine ja vorher, bevor du überhaupt oben warst. Nee, da bin ich, da habe ich gezielt und bin ich rübergesprungen. Ach so, ja, genau, hier war ich. Und dann bin ich ja doch nochmal von unten gekommen. Jetzt musst du den halt gleich irgendwie platt machen. So, dass der dich auf jeden Fall nicht da runterschuckt. Der hat dich geblendet. Hau ihn um. Sonst schuckt er dich zu Tode. Naja, geht noch. Du kannst ihn wenigstens gleich platten. Ja, das war halt auch schon ein bisschen unfair, was er da ja, mit dir fabriziert hat letztes Mal. Die eklige Verschissene. Das muss ich schon sagen. So, wo geht's jetzt? Und jetzt sind wir wieder neu und wissen den Weg wieder nicht. Ja, jetzt kannst du es nur Stunden machen. Ah, der rennt weg. Der rennt weg. Na, hier, komm zurück. Wie, du hast doch voll das Auge getroffen. Da habe ich das jetzt falsch gesehen. Ja, aber ich war, glaube ich, nicht voll aufgeladen. Ja, ist doch egal, das ist nur einer. Siehste? Ja, der Bogen ist doch scheiße. Mein Gott. Aber ich hab auch einen Frosch im Hals. Unglaublich. Ja. Rechts hüpfen. Aber das ist ja, ich wollte eigentlich an das Item. An welchen? Da war so ein lilanes Ding, weißt du? Da wollte ich jetzt eigentlich dran. Da kommst du nicht dran. So einfach. Ja, ich will es halt auch ehrlich gesagt nicht versuchen, deswegen. Scheiß mal, der Hund drauf. Ja, aber du musst doch da links, oder? Nee, ich muss hier lang. Nee, wo willst du denn da hinkommen? Ich glaube. Nee, das glaube ich nicht. Fuck! Das hätte ich dir auch gleich vorher sagen können. Ja, das sah so aus, als ob das funktioniert. Nee. Jetzt sind wir wieder. Oh, ja. Haha, geglitscht. Ja. Ja, spring doch hoch! Bin ich jetzt kaputt oder was? Ja, wo soll ich dann lang? Ja, da wo du schon hin wolltest. Ja, aber da kam ich auch nicht lang. Ja doch. Und dann wärst du wahrscheinlich hinten rum, weil du kannst noch nicht auf die Maschinen hochklettern. Weißt du, du musst ja auf diese komischen Dinger da, die quer durch die Luft fahren. Jetzt habe ich gedacht, die macht den What Move. What the fuck? Jetzt habe ich gedacht, die macht den Move nach direkt ganz nach links. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt wirklich nicht gesehen, wo es da lang gehen soll. Ich zeig dir das mal. Ja gut, den Weg können wir ja jetzt mittlerweile. Ist ja jetzt das dritte Mal. Oh ja, ich wollte nur eins nach da, genau so ungefähr. Ja, Schnalle, mach mal was. So, da kannst du gleich noch rüber hüpfen. Ich mag das echt nicht, wenn es so kompliziert ist. Naja, ich glaube, ich bin einfach echt nur zu schielig, zu blind, obwohl ich vier Augen habe. Ja, ich habe ja auch vier, also eigentlich müsste es ja super laufen. Um das irgendwie zu realisieren, dann darüber. Weil ich glaube noch nicht, dass du schon dort auf die Maschinen kommst. Du wirst da jetzt rüber müssen und dann wirst du wieder irgendwie hinten rum, weißt du? So, jetzt ach so. Warten. Ja. Ich dachte, ich kam von da. Nee. Jetzt nee. Links. Hüpp. Nochmal hüpp. Ich dachte, die hebt sich da gleich fest. Siehst du, und dann bist du auch bei deinem lila Ding. Ja, ich dachte, das wär ein optionaler Weg. Nee. Ich glaube, der ist Pflicht. Ja, genau, roll dich und dann fällst du da runter.
So, dann okay, dann muss ich. Siehst du, und da sind die Dinger, da kommst du dann an die, wo du dich dran hängen kannst. Dann kannst du erstmal ein Stück fahren. Hüpf! Okay. So, und jetzt muss halt. Da muss es ja dann irgendwas geben, wo du dich überbrücken. Nicht dich überbrücken, sondern. Genau, ich brück mich selbst. Ja, wo du dann überbrücken tust, wo. Das ist ja eigentlich nur dieser fucking Weg, um den Leuten. Ich glaube, du kannst sogar noch. Ja, ich glaube, ich muss sogar noch weiter. Ja. Ich glaube, ich werde sowieso automatisch abgeworfen, oder? Ja, glaube ich auch. Hoffe ich mal. Ja, doch, darüber kommst du. Genau. Jetzt werde ich wahrscheinlich automatisch abgeworfen, oder? Wahrscheinlich dann da hinten, weil da ist dann eh fertig. Also dann, ja genau, dann kann ich mich ja theoretisch hier eigentlich schon fallen lassen, oder? Jetzt dann, ja. Ja. Genau. Okay. So, da kannst du dich... Brauchst du nicht. Hier runter. So, und jetzt? Jetzt musst du da... Nee, geh mal links. Oder da kannst du... Hier runter, oder? Rechts runter, da. Genau, da runter. Hier runter? Nee, da nicht. Da ist ein Loch. Da. Hier. Ja. Ja. Und da kannst du da jetzt brücken, damit oh deine... Oh mein Gott. ...die zwei Deppen darüber können. Ich hasse euch. Der ganze Weg, nur damit du den rüberhebst. Und die helfen dir nachher bei der Brutstätte mal null. Und jetzt denke ich, wenn du rechts gehst... Ja, da ja, hinten, ja. Dann wird es da zum Final Fight kommen. Also ich muss sagen, das ist bis jetzt die krasseste Brutstätte, die wir jemals ever bei Horizon Zero Dawn hatten. Also wir hatten schon eine lange, die ging mal 45 Minuten. Ich weiß, ich glaube, das war die letzte oder die vorletzte Brutstätte, weiß ich gar nicht mehr. Aber die ist schon der. Ja, ich weiß halt nicht, ob du da halt wirklich schnell durchkommst einfach oder, weil wie gesagt, vielleicht stellen wir uns auch einfach nur an, wie die zwei letzten Affenköppe. Naja, vielleicht macht das ja alles Sinn, nur wir blicken es halt wieder nicht. Wäre ja nicht das erste Mal. Ja, das stimmt schon. Wir sind natürlich nicht die Ober-Pro-Gamer, aber kommst ja trotzdem nicht, trotzdem schneller. Gut, wir sind jetzt ein paar Mal abgestürzt und mussten halt von vorne... Pilze! Ah ja, ich kann mich heilen, ich bin ja vorhin mal tief gefallen. Ja. Muss ich mal hier runterspringen? Nein! Oh. Ja, hä? Jetzt hätte ich der Homie da schon selber fast runtergeschubst. Das ist der Dank dafür, dass ich ihm den Weg freiräume. Der nichts nutzt. Das sind noch mehr Pilze, ich bin aber voll. Ja, das ist auch gut. Ich glaube, wir werden... Das wäre ja noch der Oberhammer, dass wir diese scheiß Brutstätte nicht schaffen. Die Rinde der Welt. Ist das Hades? Nee. Ist Hades war doch auch so eine Kugel. Oh, da hinten kannst du noch was looten. Vorratskiste. Ich hab gedacht, da kann ich was lesen. Nee. Ja, ich bin ein bisschen Baller heute. Ach, jetzt. Hier gibt es kein blaues Licht. Da ist auch noch was. Ist die Stille hier oder nur der Dämon? Alles ist willkommen. Wir müssen es herausfinden. Aber jetzt müssen wir ja, wollte gerade sagen, jetzt müssen wir ja Lohe haben wie die Sau, aber haben wir ja gar nicht. Hier gibt's noch irgendwo. Da. Mitten auf dem Weg. Ja, ja, ich bin da voll dran vorbeigerannt. Ja, ich hab's gerade auf der Minimap da gesehen. Ja. Was? Ich wollte aber gucken, vielleicht können wir uns ja noch ein paar Tränke herstellen. Nee, wir sind voll. Nein, natürlich nicht. Das sind die kleinen, ne? Stärkungstrank, Gesundheitsstärkung um 150. Ja. Achso, das ist der, wo mit der Zeit immer abgeht. Ja. Okay. Ich habe verstanden. Na dann, so, dann... Aktivieren wir mal den Quellknopf. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt bestimmt der Ultraschall. Oder es war schon, das weiß ich natürlich nicht. Jetzt kommt Hades und klatscht mich weg. Nee, ich glaube... Ah, Rätsel! Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ja, aber da war es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das ging, das... Wir müssten nur mal den Anfang... Nee, ich glaube da, den Anfang halt rechts. Achso, ja, genau. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden, hier im Uhrzeigersinn drehen. Ja, das ist ja eh für die Blitz. Warte, war das aber nicht schlecht? Ja, das war schon ganz gut. Das ist gut, das leuchtet. Das leuchtet nicht, weil das ein Mofo ist. Ein Mofo? Ups. Nein, falsch nicht. So, jetzt leuchtet das hier. Dann einmal drehen. Andersrum? Ja. Ja, aber. Hab's gleich. Das war eh kaputt. Das leuchtet, dann muss ich, Ja, das weiß ich jetzt. Ja gut, es gibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit. Nee. Okay, so nicht. So. Ja. Dann, ja gut, aber wenn ich das jetzt abbrich, dann geht da gar nichts mehr. Ich glaube, da hinten. Du kannst hinten noch was machen.
dreh mal, stopp, geh nochmal zurück. Das da, dreh das mal nach, einmal nach links. Weißt du, dass du zwei, genau. Ja, jetzt habe ich aber hier den Hauptstrom unterbrochen. Der ganze Hauptstrom kommt ja von hier. Ich kann dir nur in eine Richtung, weil... Dreh mal das. Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal hier... So. Also du meinst, ich soll das jetzt in die andere Richtung drehen, oder wie? So, einmal noch, so. Jetzt nimmst du das hinten, das, genau. Drehst das jetzt einmal nach links. Genau. Nee, nochmal, ja. So, jetzt gehst du wieder nach unten. Das, was du vorher... Das da. Nee, das andere, das da. Das da hier. Genau, und drehst das nach links. So. Ah, okay. Das unterbricht ja wieder den... Ja, ich dachte, weißt, dass er die Energie von dort kriegt. Das heißt, das Ding... Du bist gezwungen, das Ding in eine Richtung zu drehen. Du hast keine andere Möglichkeit. So. So. Das passt. Das Einzige, du könntest das hier nochmal drehen. Ja, aber dann... Stimmt. Geht das so. Okay. Also das heißt, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann drehst du das nochmal. Ja, weil... Okay. Behindert? jetzt schneide ich es gerade gar nicht. Die war noch gar nicht so schwer. Was ist aber, wenn ich das jetzt hier... Ja. Da drehst du. Ah ja. Ich glaube, jetzt passt, oder? Ja, das bringt ja nichts. Nicht? Ich muss ja von dieser Seite hier kommen. Weißt du? Jetzt schneide ich es mal null. Die waren noch gar nicht so schwer. Das war ja so, eigentlich... Du hast ja hier den Ausgang. Ja. Wo das rauskommt alles und den Eingang von der anderen Seite. Ja. Sprich, wir müssen ja theoretisch von dieser Seite irgendwie... Das heißt... Du musst aber das ist kaputt. Du musst auf die roten Dinger kommen, oder nicht? Nee, die roten Dinger sind kaputt. Die funktionieren nicht, die sind defekt. Ja, und wo müssen dann die Lichtstrahlen hin? Eins nach da drin, oder? Eins muss da rein, ja. Ja, und dann dreht das einmal. Nee, nicht das. Das andere. Ja, aber... Ach nee, das geht gar nicht. Doch, das muss doch. Doch, das. Ja, genau. Einmal nach da. Nee, andere Seite. Nochmal. So. Das heißt, rein theoretisch musst du ja irgendwie Energie jetzt von... Ja, das Ding ist ja hier, das Teil ist kaputt. Ja. Ach so, die sind beide kaputt. Ja, so leicht ist das aber nicht. Hä? Irgendwie... Alte Falte. Irgendwie Gehirn kaputt. Weil wir müssen ja... Aber du kommst doch gar nicht von dieser Seite darüber, weil das Ding ist erstens kaputt und zweitens kriegst du mit dem Ding doch diesen Winkel nicht hin. Nee. So. So. Das geht nicht. So bräuchte mir das eben, aber das funktioniert ja nicht. Nee. Oder? Ja, das Ding kann ich auch nicht so drehen. Dreh das Eis. Nee, andersrum einmal. Nochmal. So, jetzt gehen wir nach unten. Das würde ja passen. Dreh das nochmal. Stopp. Das unten. Link? Ja, genau. Und das drehst du jetzt einmal nach da. So, und jetzt drehst du das da. So. Ja, jetzt habe ich das so, ja. Ja, aber jetzt musst du das... Oh ne, das kriegst du gar nicht anders hin. Ja, dreh das nochmal. Jetzt? Ja, ich dachte irgendwie... Ach, scheiße. Ja, weil das Ding kommt ja von da. Ja. Oh, das ist ja eine mega Kacke. So, wir haben das jetzt so. Drehen wir das jetzt so. Ja. Dann haben wir das hier drauf. Was ist, wenn ich das aber in die andere Richtung drehe? Ja, mach das mal. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Nee, das geht nicht. Eben, das funktioniert. Ach, scheiße. Du hast ja... Das stimmt. Jetzt sind wir hier. Anders geht's nicht. Hier geht's nicht anders. Ja. Hier kriegst du es nicht anders hin. Ja, doch, das würdest du schon noch hinkriegen. Und dann... Ah, doch. Dreh das nochmal. Nochmal. Und dann drehst du das mal um. Oh, meine Fresse. So. Jetzt hast du das Licht dort. Ja, aber das Licht hier ist aus. Ja, ist ja behindert. Was ist denn, wenn du das da hindrehst? Da kommt doch das Licht weg, oder? Ja, das Licht kommt in... Wahrscheinlich kommt das Licht von da oder von da. Wir müssen es jetzt einfach verbinden. Wenn wir jetzt so gucken, wenn wir das Licht jetzt von hier haben, es geht hier rum, darum, dann ist hier die Sackgasse. Ja. Sozusagen. Im Prinzip. Wenn wir jetzt aber das Ding hier mal drehen... Ja. Dann haben. Kriege ich das Ding so gedreht, dass es in die andere Richtung geht? Nee. Ja. Oh, ich hasse Rätsel. Mein Gehirn ist nicht ausgelegt für blöde Kackrätsel wie dieses.
Das ist schon der. Es ist bestimmt so easy peasy wieder nur. So. Das passt. Ja, was ist denn, wenn du das jetzt da drehst? So, und jetzt kannst du das. Ja, das kann ich ja nicht drehen, weil sonst ist ja die Hauptstromzufuhr wieder unterbrochen. Ja, dann dreh das das nochmal andersrum. Das muss ja eher. Nee, nicht das, das andere. Das kann nur über diese Schnittstelle gehen. Nochmal? Ja, jetzt geht's zum kaputten Ding. Fuck. Ja, das kann doch nicht so schwer sein, Mann. Das ist so eine blöde Scheiße. Ne, wir stellen uns nur gerade an, die letzten Menschen. Du kommst hier nicht durch, weil das Ding ist kaputt. Ja. Dieses Scheißteil hier. Ja? Und die zwei Arschlöcher machen nichts. Die können dir ruhig mal helfen, ey. Aber das, was das halt hier macht, das ist halt. Macht keinen Sinn. Ja, dreh's nochmal. Ja, das ist so, jetzt geht ist das auch Ding wieder kaputt. Das ist so ein Dreck. Und wenn du das wegnimmst, das. Kannst du das. Was, warte mal, wenn du das einmal drehst, ja, das ist ja auch für den Arsch. Ja, das Problem ist. Nimmst du dir die ganze Energie. Ja, eben, das Problem ist, du hast hier nur eine Möglichkeit. Ah, dreh das mal bitte hier. Das da? Ja, einmal nach links. Nee, anders. So. Ja. Und dann das? Ja. So. Und jetzt? Und dann. Wir müssen ja immer noch da wahrscheinlich. Dann das nochmal. Nochmal. Ja eben, das geht ja nicht. Du hast ja nur diese zwei blöden Gänge. Dann dreh nochmal das, was du da hast, dass du runterkommst. Das da hier jetzt? Ja. Dass du runterkommst. Weißt du, dass du auf das hier kommst? Hin, ja, genau. Noch eins weiter. So, jetzt bist du da. Ja, aber ich habe hier jetzt wieder keinen Strom. So. Ja, weil es kommt ja von da. Ach so. Es kommt ja von hier. Ja, und dann. Dann, das kriege ich so nicht gedreht. Ja, doch, dreh doch einmal. Dann kommst du nämlich eins weiter nach rechts. Nee, ach so. Ja, zum kaputten. Ist das behindert? Alter, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, Mann. Ja, die fehlt halt dann in der. Ja, kann ich das jetzt nochmal zurücksetzen, weil. Ja, ja, klar. Ja, wie? Achso, du meinst, wie es am Anfang war? Ja, komplett und Achso, das glaube ich nicht. Wir haben es jetzt komplett verstellt. Ja, wenn du jetzt. So hingehst. Ja, jetzt kommt ja die. Ich blick's auf keinem Auge. Ich blick's sowas von so. Auf keinem Auge. Das kriegst du darüber nicht. Ja. Das passt. Ja, wenn wir jetzt. Okay. So, jetzt sind wir hier. Ja. Jetzt gehen wir ja sozusagen von hinten. Ah, jetzt auf den? Anders kommen? Egal. Ich bin gleich da. Ja. So, dann sind wir hier, dann sind wir hier. Den musst du drehen? Ja. Achso, ja, jetzt ist ja warte, einfach. Warte. Einmal nach links, oder? Nee, zweimal. Muss ja nach links. Ja, ich bin jetzt wieder zu. Genau. Ja, ist egal. So, das passt. Das. Und dann kannst du den drehen, dann passt das. Anders. Mach's halt nochmal. Mein Fuck. Na, endlich. Und jetzt? Ergib dich zum Gutstellen. Ah. Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzulösen. Keine Liebe. Aber ich schon.
Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören, ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.